Von hier für Karte in Thüringen, Vision 3.1.1. Ja, wir pressen jetzt Pferde feucht Heu. Das soll nur der richtige sein. Schauen wir gleich, ne? Wenn abschmeißt, den Burschen. Dann muss es so sehen sein, ne? Ja, Pferde feucht Heu. Das wird dann Silage, ne? Jupp. So einfach. Wieso arbeitest du jetzt nicht? Auf was warten wir heute? Es könnte durchaus sein, dass einige Bahnen doch noch Pferdegras feucht werden, weil der Rand nicht rund auf 100 Meter reicht aus. Die erste Bahn ist ein blöd. Anführungszeichen, weil die sich da irgendwie kreuzen. Da müssen wir hoffen, dass es hier gut geht. Ich wollte ja die Problembahn gleich wegsammeln, ne? Das man gleich auf den Weg machen. So, damit wir bald arbeiten können, ne? Wie gesagt, das Ballenpresse Problem. Denn wenn wir das erstmal gepresst haben, da kann es auch einen Tag liegen bleiben. Das ist irgendwie tragisch. Die Witterung ist das Problem. Und der Anhänger. Der Anhänger mag es auch nicht. Irgendwas passt hier nicht ganz. Naja, ist eigentlich für den LKW gedacht, ne? Aber auf den Feldern ist das nicht ganz so optimal mit dem LKW. Der braucht da ein bisschen lange für. Heute habe ich richtig viele Fahrzeuge beschlagen, ne? Also 4 Zettern, 3 Schwatten und 3 Pressenballen. Und das bei Pferde feucht, ne? Das ist schon Wahnsinn. Einer wird Pferde feucht bei, aber das ist halt so, ne? Wie gesagt, ich hätte normalerweise warten müssen, bis die anderen beiden die Runde rum haben und auch noch getrocknet haben, aber wenn die in der richtigen Stelle das Pferdegras feucht Heu annehmen, dann ist es auch, auch Heu. Muss ich sehen, dass ein anderer Anhänger kriegt, wenn so ein Problem macht. Wollen wir rausfinden, wo das liegt. Ja, gut. Da trägt meine Arbeitsfreude ein, ne? Ja, die Folge mache ich halt am, ein bisschen voraus, ohne Absicht, aber es geht darum, dass das Pferdegras möglichst schnell in einem Ritt jetzt fertig gemacht wird, zumindest für die eine Folge. Dann kann man auch nachher beim Spiel laden, alles wird beginnen. Also schön wäre es eigentlich, wenn es fertig kriegen würde, das Cosplay durcharbeiten kann. Mal schauen, wie ich das durchhalte. Wenn der. Ich fahre das Gras eh zum Hof 1. Von daher. Ganz gut so. Und ich glaube, ich muss mein Programm Festplatte wieder defragmentieren. Das ist wieder. Macht Probleme. Ich glaube, ich mache das zu fest. Das ist nicht gut. Da kriege ich alle was Neues, um auf mich zu kommen, dass die Älteren langsam ja, in die Stunden kommen, ne, in die Arbeitsstunden. Optimum.
Der Kursplan müsste ich mal wieder aktualisieren. Wenn das gerade eben aktuelle Stand, wenn es so aktuell gibt. Muss ich mal zur nächsten Woche mal gucken. Jetzt wollte ich auch nochmal, da noch viel Arbeit. Und sobald das alles eingesammelt ist, haben wir einen Tag Zeit mit Düngen. Das macht er alleine nebenbei. Und dann können wir nachher ein bisschen aufrollen. Ich weiß ja nicht genau, wann ungefähr das alles reif wird, aber zwischen mit Getreide kommen. Da brauchen wir Abfahrzeuge. Da haben wir einige schon abgezogen. Traktoren. Ich muss mal sehen, dass da. Mehr Fahrzeuge ist ja Blödsinn, ne? Das ist ja bald zu viel. Noch sammeln die alle. Licht haben wir an, ne? Müssen wir gucken, ob vielleicht die Brüder hier schon unterwegs sind, ne? Beim Zettern. Oh, Zettern fast fertig. Die machen jetzt die letzte Runde. Die machen letzte Runde, also im Prinzip, ja, das müssen wir noch machen. Es liegt nicht so viel Gras da, also 22:17, die Deck auf. Da schwappen die Brüder. Kann ich im Hof einzelne ganze Fahrzeuge hinstellen, ne? Also denn hier müssen wir ja noch mal mindestens einmal noch mal Pferdegras holen, ob nur als Ballen gepresst oder als Sammelwagen, mal schauen. Und jede Ballen einsammeln, die irgendwie als Problemballen gelten könnten. Das heißt, in dem Bereich, im Außenbereich, wo die jetzt alle wenden. Ne? Sehe schon einen. Auflademodus. Ah, da kommt schon der Zettel. Ach, der Zettel, ja, ja. Hat nicht aufgehauen. Oh. Hier nicht. Ist doch gar nicht. Also hier. Ah, ah. Deswegen meine ich vom Problemball, ne? Bin dann spät dran. Die muss ich wegräumen. Warum schmeißen die alle Ball im Außenbereich rein, ne? Gibt's doch gar nicht. Jetzt. Ja, das zu tun. Ist gerade brechen durch Wachstum oder sowas? Keine Ahnung. Und sagt, es lag ein bisschen. Ne? Aber woran es genau liegt? Es kann schon sein, dass die ganzen Fahrzeuge, da muss ja alles berechnet werden, ne? Wo eigentlich normalerweise sollte es kein Problem sein. T8. Junge, Junge.
Die äußere Bahn müssen sie ja nicht fahren, das ist jetzt eine so gute, da kann man abbrechen. Aber diese Bahn, wo aktuell langfahren, dann müssen sie fahren. Sonst ist zu viel. also gut, die werden wahrscheinlich noch hier mit dem Dings langfahren. Mit dem Schwadder. Und daher. Oh, Bein. Muss ich einsammeln. Da ist zu merken. Das sehe ich so am Bild, dass ein bisschen. Warum weiß ich auch nicht. Aber mein Schwarz zieht jetzt viel voran, ne? Ich finde schade, dass der andere hier das noch stehen lassen hat. Das ist ärgerlich. Aber gut, das ist halt so, ne? Gegenverkehr. Niemand hat den Schwarz wieder kaputt. Ne? ja gut, das ist halt so, ne? Das, weil die fahren ja eh nochmal lang, ne? Mit der Ballenpresse. Brauche ich ein bisschen Bewegung. Ich merke mein rechtes Bein. Zieht ein bisschen in der Hüfte. Ah. Ich bin gar nicht so alt. Ups, genau. Geben auch Tempomat. Geht auch, dann brauchen wir nur lenken. Ich wollte eigentlich nur die Problembahn aufnehmen, das ist mir das viel wichtiger. Die anderen können wir nachher holen. Den Steier müssen wir nicht wegfahren, obwohl der wird nicht stören. Weil. Da müssen sie eh aufhören zu arbeiten. Da ist kein Gras mehr. Zum Pressen. Zum Wetten. Mit diese Problembahn wegkriegen. Sonst haben wir hier diese ersten. Ja, die einige schon ganz schön voraus, ne? Das ist kein Problem, was hilft denn der? Zwei Pressen sind da hinten und einer ist vorne so. Komisch. Bisschen bin ich enttäuscht vom Pferdegras, dachte ein bisschen höher, ein bisschen mehr Volumen, also mehr Inhalt. Oder so wenig, ne? Ja, hier kommt ein Schwadder noch, das ist ein Problem. So. Schau mal.
Die will ich ja sehen. An der Außenfahren will, ne? Das Außenfahren brauche ich nicht mehr. Das scheint hier der Fall zu sein. Dann können wir ihn kurz entlassen und einklappen und schon mal Richtung Hof die richtige Richtung stellen, ne? Der erste. Kommt der zweite. Holland. Da kommt noch ein Käse. Oder wieder Holland. Also ist ganz schön wackelig hinten dran, muss ich ehrlich sein. Heuwender heißt das Ding. Kennst du nichts, ne? Ja, wir haben mit Ballenpressen zu spät geworden. Ne? Das wird bis sehr viel warten müssen. Ne? Das ist ja auch nicht ideal. Zumal ja die Zeit rennt mit dem Regen. Ne? Aber der macht hier nicht alles. Gut, das ist okay, nur ein Kauf mehr nachher. Das sind die ganze Runde fahren, deswegen wegen hier dem Wissen. Da ist auch nicht notwendig. Normalerweise hätte ich das Feld einfach angemacht, ne, und nicht so wie hier. Oder äußere Bereich war schon fertig gewesen. Überwiegend. Den fahren wir auch mal zurück. So, die Schauer, das soll es auch schon vor gewesen. Ich wünsche euch noch allen schönen Rest Wochenstart. Ja, ne? Früh vergessen, am Anfang, am Ende, wer bis zum Ende guckt, kriegt den Grüße noch mit. Ja, ja, morgen geht's hier weiter, ne? Mit Graspressen und ob man da viel Pferdeheu bekommt, ne? Ja, dann mal tschüss, ciao und dickes Dankeschön fürs fleißig Reinschauen. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.